Das neue Schloss von Cesis, Deutsch Wenden, wurde im Jahre 1777 als Wohnsitz des Grafen Karl von Sievers gebaut. Heute befindet sich dort das Historische und Kunstmuseum von Cesis. Doch Geschichte und Kunst leben in Cesis nicht nur im Museum. Sie sind überall zu treffen, auf Schritt und Tritt. Die Heimat der Fahne Lettlands ist Cesis. Und Cesis war die erste Stadt in Lettland, wo sie nach 50 Jahren unter Hammer und Sichel wieder gehisst wurde. Diese erste Fahne des dritten nationalen Erwachens wurde von dem Goldschmied Daumans Karninch gefertigt. Im neuen Schloss von Cesis befindet sich seine Werkstatt Senor Ruoto Kaove, Schmiede für historischen Schmuck. Es ist einer der unzähligen Orte in Cesis, wo sich Geschichte und Kunst treffen. Hier werden nicht nur Kopien von alten Schmuckstücken gefertigt. Sie können hier auch Ihre eigene Münze oder Ihren eigenen Schmuck schmieden oder für einen besonderen Anlass fertigen lassen. Sie können auch ein altes Schmuckstück anprobieren und sich für eine Weile als Prinzessin der alten Litgalla fühlen. Um die historischen Wurzeln der Umgebung von Cesis besser zu verstehen, fangen wir mit einem Ausflug an. Zu dem 7 Kilometer entfernten Araischi See. In einer der Buchten des Sees befindet sich auf einer Insel das Seeschloss von Araischi. Es ist eine befestigte Siedlung aus dem 9. bis 10. Jahrhundert, die von den alten Letgallern erbaut und bewohnt wurde. Nach einer langen und sorgfältigen archäologischen Untersuchung wurde das Seeschloss rekonstruiert. Heute können die Besucher viel Interessantes über die Lebensart und die Bauart der alten Letgaller in der Wikinger-Epoche erfahren. Das Seeschloss ist nur ein Teil des archäologischen Parkmuseums von Araischi. Der Park vereinigt auch mittelalterliche Burgruinen sowie auch Rekonstruktionen von Behausungen aus der Stein- und Bronzezeit. Am lautesten und lebendigsten ist es hier Ende Juni, wenn im Parkmuseum das Fest von Araischi gefeiert wird. Diese mächtigen Eichen sind Zeugen einer viel jüngeren, aber genauso hinreißenden Geschichte. Sie umgeben das Landgut Ungurmuja, Deutsch Orellen, das älteste Denkmal barocker Holzarchitektur im Baltikum. Im Laufe der Zeit musste Ungurmuja viel Ungemach und Verheerungen überleben. Heute erfreut aber das Landgut wieder mit seinem harmonischen Holzbaukomplex des 18. Jahrhunderts und mit den direkt aufs Holz gemalten barocken Wandmalereien. Das Landgut wurde von General Balthasar von Campenhausen gebaut. Er war eine bedeutsame Person in der Geschichte Livlands und Russlands. Als schwedischer Offizier trat er in den Dienst des russischen Zaren Peter I. Später hat er auch der Zarin Elisabeth gedient. Er war nicht nur ein Offizier, sondern auch Gouverneur von Finnland und ein aktiver Unterstützer des Herrn Huttismus. Am Ende seines Lebens kehrte er nach Livland zurück, baute das Landgut und richtete den Park ein. Und ließ im Park ein Teehäuschen für sich und seine Frau bauen, zum Tee oder auch Wein trinken an warmen Sommerabenden und zur Erholung nach dem Tagesrummel. Heute hat jeder Besucher des Landgutes die Möglichkeit, hier ein Konzert zu besuchen oder auch einfach eine Tasse Tee zu genießen, wie damals zu Campenhausens Zeiten. Cesis ist eine der ältesten Städte Lettlands und wird von Touristen sehr geschätzt. Der älteste Zeuge der Stadtgeschichte ist die befestigte mittelalterliche Burg. Die Burg wurde am Anfang des 13. Jahrhunderts als Wohnsitz des ersten Meisters des Deutschen Ordens gebaut. Ihre Blütezeit war aber die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, als Walter von Plettenberg Landmeister des Ordens in Livland war. Unter seiner Regierung wurde Cesis zum Machtzentrum Livlands. Die Burg vereinigte Festung und Kloster. Die Ritter der Burg führten die Lebensweise von Mönchen. Das bedeutete aber nicht, dass ihr Leben nur aus Gebeten bestand. Die mächtigen Mauern sind Zeugen von vielen Schlachten. Heute werden den Besuchern eine ganze Reihe von theatralisierten Aufführungen angeboten. Wer hat in der Burg Wenden gelebt? Ein Tag im Leben des Ordens, Spiele des Mittelalters, Hochzeit des Mittelalters und sogar eine Audienz bei dem Landesmeister des Deutschen Ordens, Walter von Plettenberg.
Das Wohnzimmer des Meisters, auch Sternensaal genannt, können Sie auch besuchen. Dazu brauchen Sie eine Laterne und dann müssen Sie die Wendeltreppe im Westturm hochsteigen. Gleichzeitig mit der alten Burg wurde auch die Kirche von Cesis gebaut. Die Kirchenorgel ist zwar viel jünger als die Kirche selbst, zählt aber zu den besten Konzertorgeln in Lettland. Daher finden hier öfters Konzerte der Chor- und Orgelmusik statt. Der Kirchturm ist der höchste Ausblickspunkt in der Stadt. Von hier aus eröffnet sich ein herrlicher Panoramablick auf die Stadt und deren Umgebung. Man könnte Cesis als eine typische Kleinstadt Lettlands bezeichnen. Doch ist die Stadt weder verschlafen noch provinziell. Es ist eine Stadt mit einem aktiven Kunstleben. Einmal im Jahr erreicht diese Aktivität die Kraft einer Explosion. Das geschieht Ende Juli, Anfang August, zur Zeit des Kunstfestivals von Cesis. Für fast 3 Wochen wird die Stadt zu einer wahren Metropole der modernen Kunst. Mit jedem Jahr gewinnt das Festival an Internationalität. Sein hochwertiges Programm versammelt den Cesis Kunstliebhaber sowohl aus Lettland als auch aus Deutschland, Skandinavien und anderen europäischen Ländern. Alt und gegenwärtig, romantisch und schöpferisch. So ist Cesis. Eine Stadt, die zu bezaubern und zu überraschen beliebt.